Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Scryfies. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Let's Play Metin 2. Und zwar das No-Cash-Projekt steht wieder an. Und in dieser Folge, das ist jetzt die letzte Folge, wo wir großartig handeln werden. Denn wir werden in dieser Folge Level 35 werden. Und damit sind die ersten Meilensteine für das No-Cash-Projekt getan. Im Hintergrund seht ihr gerade, wie ich ein bisschen ab. Und jetzt springen wir auch schon direkt zu den Live-Parts. Ich hoffe, euch gefällt die Videoreihe bzw. das Video. Let's go! So, wir haben es endlich geschafft. Wir sind Level 35. Hat jetzt auch sehr, sehr lange gedauert, muss ich sagen. Ich habe hier gerade noch zwei Affeneier aufgehoben. Eins haben wir noch von gestern. Ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal die Äffchen öffnen und ja, nennen die einfach kleine Affe. Was soll's. Mal schauen. Der hier hat zwei Skills und nur einen Tag Laufzeit. Gut, der ist auf jeden Fall nichts für uns. Der hier hat 13 Tage Laufzeit und zwei Skills. Und der letzte hat 5 Tage lang. Okay, gut, dann ist es eigentlich egal, welches Pet-Typ die sind. Also es ist sowieso egal, einfach nur um ein Pet zu haben. Aber 13 Tage Laufzeit ist eigentlich gut. Ein Affe kann sowieso nur maximal 3 Tage Laufzeit haben. 1, 2, 3. Ich will es aber trotzdem wissen, was die jetzt für einen Pet-Typ haben. Der ist Pet-Typ 2. Der ist Pet-Typ 3. Und der hier ist Pet-Typ 4. Okay, ja gut, ist egal. Ich hole den mit am meisten Tagen, einfach nur um einen zu haben, wie gesagt, um ein bisschen mehr Verteidigung und so zu haben. Gut, jetzt geht es aber weiter hier im Text. Wir sind, wie gesagt, jetzt Level 35. Wir müssen jetzt erstmal nach Equipment schauen. Ich schaue mal nach, ob es eine 26er Rüstung gibt, beziehungsweise wir haben ja 45 KK, die müssen wir jetzt auch mal irgendwie irgendwo investieren. Und ich schaue mal ein bisschen nach Equipment. Ja, wir haben auch schon direkt das erste Schnäppchen. Kleidung der Liebe plus 4, ne, mit 1,5 KTP für 1 KK. Wird auf jeden Fall gekauft, das werden wir gleich appen. Gut, dann probieren wir mal Dreiersteine reinzumachen. Hier gibt es plus Dreier Ausweichen für 300 KK. Der wird vorbereitet. Ach, ich hasse es. Dann den hier. Mal gucken, vielleicht haben wir Glück. Nein, zerbrochen. Und die Nummer 2. Auch zerbrochen. Schade. Naja. Gut, ich habe jetzt gerade mal 3 Segis gekauft und 2 Stücke Edelsteine. Und ihr seht, ich habe schon 10 KK weniger auf dem Tacho. Mal schauen, ob es plus 5 geht. Nein, also perfekt. Das ist natürlich wieder runtergegangen auf plus 3. Dann werden wir jetzt gemeinsam mal schauen, ob wir irgendwie vielleicht einen anderen Stein reinmachen können. Vielleicht hast plus 3. 1,4 KK, okay. Probieren wir mal reinzumachen. Erfolgreich. Okay, der hat schon mal geklappt und ausweichen haben wir, glaube ich, keine mehr. Ja gut, nur noch der von Gunther, aber der ist ja vorbereitet. Naja, was soll's. Naja, dann probieren wir. Moment, habe ich hier diese... Ne, habe ich nicht. Egal, wir machen es so. Perfekt. Jetzt ist sie wieder plus 4. 62 Verteidigung. Die ist jetzt ein bisschen schlechter, aber allerdings hat die mehr Verteidigung. Deswegen holen wir natürlich die Kleidung der Liebe. Ja, Bärengall habe ich tatsächlich 3 Stück da. Das heißt, wir können die mal kurz auf plus 7 versuchen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Bärengalle plus habe ich tatsächlich auch da. Vielleicht können wir das Schlachtschild verbessern. Ja, das ist auf plus 7 gegangen und auf plus 8 brauchen wir weißes Tigerfell. Das müsste ich, glaube ich, auch haben. Mal gucken. Nein! Ah, das tut weh. Da muss ich mir ein neues machen, aber wir haben ja noch 31 KK. Gut, dann kaufen wir hier mal 8 Bärengalle plus für 2 KK noch raus. Ich habe jetzt hier die 2 Schlachtschilder habe ich gekauft. Ihr seht, das Young wird immer weniger. Probieren wir mal hier nochmal auf plus 7. Jawohl, das ist auf plus 7 gegangen. Das ist leider kaputt gegangen. Und mal schauen, ob ich noch ein weißes Tigerfell habe. Ah, ich raste aus. Gut, das Ganze nochmal von vorne. Probieren wir nochmal auf plus 7. Jawohl, das ist auf 7 gegangen. Jawohl. Und jetzt muss ich erstmal weißes Tigerfell besorgen. Ich habe tatsächlich noch 2 rumliegen gehabt. Schauen wir mal nach. Kaputt. Kaputt. Hey, das kann doch nicht sein, Digga. Gibt's nicht. So, ich habe jetzt gerade nochmal 3 Schilder plus 6 gekauft. 10 Bärengallen plus 3 von den weißen Tigerfellen. Und dann werde ich jetzt einfach mal zu irgendeinem Gildenschmied hier gehen, der 10% mehr Chance mehr hat. Und dann müsste das klappen. So, Rüstungsschmied, komm schon, du gönnst jetzt. Was kostet es hier zu verbessern? 150 KK. Ja, damit bin ich fein. So, wir machen direkt das erste in einem Rutsch auf plus 8. Nö, hat gefällt. Okay, perfekt. Weiter geht's. Das zweite. Digga, willst du mich... Du willst mich komplett hops nehmen. Komm schon. Haben wir auf 9. Aha. Junge. Und da fehlen jetzt 2x schwarze Uni vom Plus. Wahnsinn. So, ich habe jetzt 2x schwarze Uni noch gekauft. Und jetzt werden wir die letzte Säge, beziehungsweise die einzige Säge, die ich habe, hier rüberziehen. Und jetzt... Ja, bleibt gespannt. Zwischen J und A. Ah, herrlich. Naja, was soll's. Dann bleibt das Schild eben auf 7.
haben wir jetzt fast das ganze Geld weggewichst. So, ich habe jetzt hier einen Shop gestellt. Schauen wir mal kurz rein. Ich habe hier den ganzen Mist noch reingemacht, ne? Für 1 Kaka, 500 Kaka, 2 Kaka, 2 Kaka, 1 Kaka, 1 Kaka. Und ich gehe jetzt einfach mal die Preise nicht alle komplett durch, nur die wichtigsten. Also hier 10 Kaka, 5 Kaka, ne? Den ganzen Rest hier. Also ich zeige alle Preise, aber ich gehe da jetzt nicht weiter groß drauf ein, weil sonst geht das Video einfach zu lang. Wichtig ist noch zu sagen, dass wir hier unten das Wolfsfell noch für 1,4 Kaka reingemacht haben. Dann hier die Inspiration der Detten für 2,5 Kaka, die 10 Muscheln, die wir geschenkt bekommen haben für 3 Kaka, 1,9 Kaka, hier 10 Kaka, die rostigen Degenklingen, die sind einfach sau viel wert, auch die Schlangenschwänze plus für 10 und dann schauen wir nach, wie viel wir in den nächsten Tagen verkauft bekommen. Wir haben jetzt übrigens gerade den 24.07., es ist 16.46 Uhr und ich bin gespannt, wann diese Aufnahme hier, beziehungsweise wann dieses, wann dieses Video dann Platz findet auf YouTube. Wie gesagt, ich bin hier nur so lange auf Map 1, beziehungsweise auf Bazaar am Rumgammeln, wie noch kein Video zu diesem Charakter draußen ist, denn ich bin tatsächlich immer noch anonym. Das nächste Video, beziehungsweise das Enthüllungsvideo, das kommt ja jetzt vom 24.07. aus gesehen erst in 2 Tagen. Also habe ich jetzt noch 2 Tage Zeit, hier auf dem Bazaar so ein paar Sachen aufzusammeln oder sowas. Aber da sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Jetzt lassen wir den Shop erstmal stehen und hoffen, dass da viel verkauft wird. Ja, dann gucken wir mal nach. Zack. Wir haben auf jeden Fall jetzt wieder 25 Kaka, also einiges ist auf jeden Fall verkauft worden. Wir haben jetzt hier wieder ein bisschen Platz und ich würde sagen, ich gehe mal wieder auf die Suche. Vielleicht gibt es ja hier was Schönes auf dem Bazaar, was wir aufheben können. Auf dem Markt haben wir hier übrigens ein Schnäppchen und zwar Schlangenmuster, also 50 Stück für 888 K. Die holen wir auf jeden Fall mal raus. Die können wir nämlich für gut und gerne 3 bis 4 Kaka verkaufen. Ja, hier machen wir jetzt ein Experiment. Wir kaufen uns jetzt hier 200 Stück für 5 Kaka von den Knollen. Und dann werden wir hier den guten 10 Stück für 600 K, den werden wir unterbieten. Ansonsten habe ich jetzt eben noch 200 Alpenrosen aufgehoben. Die haben am Boden gelegen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal gleich wieder den Shop auf. Hier haben wir auch 200 mal Schmuckgegenstand für 7,5 Kaka. Den kaufen wir auch raus. Den stellen wir dann für 14 Kaka rein. Haben wir auch wieder 6 Kaka gewinnen. Gut, dann würde ich sagen, zack, stellen wir mal gerade den Shop. Denn wir haben jetzt hier die Rüstungen wieder drin. Wie gesagt, ich gehe einmal im Schnelldurchgang los. Alpenrosen für 9 Kaka reingestellt. Dann hier die Schlangenmuster für 4 Kaka. Ansonsten die Knäuel für 500 K. Die Schmuckgegenstände für 2 Kaka. Hier wieder die Crab-FBs reingemacht. Ansonsten die Glocke noch für 5 Kaka das Ganze. Dann hier unten das für 10, die für 2,5 Kaka, die auch wieder für 10, für 2 Kaka, 2,5 Kaka, 1 Kaka und 2,5 Kaka. Jo, das Ganze lassen wir jetzt noch, denn wir haben erst Donnerstag. Also ihr wisst, ich will ja hier gerade so ein bisschen Zeit schinden bzw. Zeit totschlagen bis zum Angel-Event und dementsprechend, ja, warten wir mal ab, wie viel wir jetzt bis morgen verkaufen. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like, ein Kommi oder ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen und unterstützen. Und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz ein paar Worte zu dem No-Cash-Projekt sagen. Und zwar, mit No-Cash ist natürlich gemeint, dass ich während dieses gesamten Aufenthalts auf Ruby kein Geld ausgebe. Damit ist nicht gemeint, dass ich überhaupt kein Geld ausgebe, weil, wie gesagt, diese 5 DR-Gutscheine, das ist ja ein kostenpflichtiger Server, also jeder, der da unter das Video postet, das ist kein No-Cash-Projekt, wenn man am Anfang 5 DR-Gutscheine investieren muss. Naja, sei es drum. Ich will auf jeden Fall mit diesem Projekt hier zeigen, wie du auf dem Server Ruby, nur auf dem Server Ruby, nicht auf Tiger Ghost oder sonstiges, nur auf dem Server Ruby, am schnellsten und am besten an Young kommst, beziehungsweise am besten vorwärts kommst. Ich weiß nicht, ob es jetzt in den Videos gesagt hatte, aber diese Videoreihe geht speziell nur bis Level 75, weil ab Level 75, keine Ahnung, das ist nur noch in Grotte Autojagd laufen lassen, das ist nur noch in auf Windmap Autojagd laufen lassen und dann bist du Level 105, da kannst du Razer farmen und alles drum und dran. Dafür ist diese Videoreihe nicht gedacht, dafür fehlt mir auch tatsächlich die Zeit. Diese Videoreihe geht tatsächlich nur bis Level 75 und soll einfach zeigen, wie ihr, wenn ihr auf dem Server Ruby anfangt, am schnellsten aus diesem Low-Level-Bereich rauskommt, beziehungsweise
Ich gehe mal nicht davon aus, dass ihr auf einem Event-Server anfangt, nur um dann jahrelang auf Map 2 rumzupimmeln. Also für denjenigen, der hier permanent nur Level 35 bleibt und einfach nicht hochleveln will, ist diese Videoreihe nicht gedacht, sondern diese Videoreihe ist speziell an die Leute gerichtet, die halt wissen wollen, wie man auf dem Server Ruby am schnellsten an Yang kommt. Und dabei ist nochmal ganz wichtig zu betonen, dass ich mir ja keinen Doppeldrop etc. hole. Also ich spiele ja komplett ohne den Item-Shop und dementsprechend gehe ich nicht farmen. Ich gehe nicht auf Map 2 farmen oder sowas, weil meiner Meinung nach ist das heutzutage nicht mehr nötig, da es viel bessere Methoden gibt. Und in der nächsten Folge werden wir uns dieser Methode widmen. Ich wünsche euch was. Schreibt auf jeden Fall mal was in die Kommentare, was ihr von der Videoreihe haltet. Und ja, in diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge. Peace.